Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Vogtlandfernsehens, wir kennen und wir lieben sie, die Weihnachtsmärkte. Der Duft von Glühwein, Bratwurst, gebratenen Mandeln, kandierten Äpfeln und frisch gebackenem Stollen lockt uns immer wieder an. Pyramiden, Schwibbögen, Nussknacker und Filzpantoffeln füllen die Regale der Buden. Weihnachtsmusik aus Lautsprechern oder live von der Bühne ist zu hören. Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte, das geht gar nicht. Das gehört einfach dazu. So wie das Krippenspiel, die Musik, die Bescherung und das Festessen zu Weihnachten dazugehören. Ich habe uns hier ein paar Äpfel mitgebracht, die es nicht auf einen Weihnachtsmarkt geschafft haben. Oder in einen Backofen oder zu einem Schokoladenüberzug. Irgendwie gehören Äpfel auch zu unserer Art, Weihnachten zu feiern. Und sei es nur als Dekoration am Weihnachtsbaum oder als Vitaminquelle zwischen all den Süßigkeiten auf den bunten Tellern. Und dabei hat so ein Apfel mehr mit Advent und Weihnachten zu tun, als man ihm auf den ersten Blick ansieht. Zunächst einmal muss man niemanden bei uns erklären, was ein Apfel ist. Von klein auf wachsen wir mit Äpfeln auf. Sie gehören einfach zu unserem Leben dazu. Und so ist es auch mit Advent und Weihnachten. Wir wachsen damit auf. Alle Jahre wieder gehören diese Wochen im Dezember mit allem drumherum zu unserem Leben dazu. Zu so einem Apfel, da gehört zunächst einmal das Fruchtfleisch, also das, was uns schmeckt. Ich schneide ihn mal auf. Aber schauen Sie mal hier rein. Hier mittendrin, da ist ein Stern. Und in diesem Stern, da sind die Kerne. Naja, die Kerne, die bräuchte es für uns eigentlich nicht. Die schmecken uns nicht. In der Regel werfen wir sie mitsamt dem Krebs, also diesem schönen Stern, weg. Wir interessieren uns nur für das Drumherum. Das ist es, was uns schmeckt. Und dabei kommt es beim Apfel doch auf diesen Kern an. Das Drumherum, das Fruchtfleisch, ist nur dafür da, dass die Kerne einen Nährboden haben, dass aus ihnen ein neuer Baum, neues Leben mit neuen Früchten wachsen kann. Mit Advent und Weihnachten, da ist es nicht viel anders. Wir sind in diesen Wochen mit dem Drumherum beschäftigt. Mit den Geschenken, dem Essen, den Feiern, den Lebkuchen. Wir basteln vielleicht mit unseren Kindern irgendwann einmal einen Stern. Auf jeden Fall sind im Moment viele Sterne in den Fenstern unserer Wohnungen zu sehen. Irgendwie ist uns dieses ganze Drumherum doch sehr lieb. Aber schaut genau hin. Schaut nach dem Kern von Advent und Weihnachten. Um den geht es. Im Kern steckt das Leben, steckt neues Leben. Der Stern hat übrigens in der ersten Advents- und Weihnachtszeit schon einmal ein paar Männer auf ihrer weiten Reise geleitet. In der Bibel, im Matthäusevangelium, da wird erzählt, dass Männer einen Stern eines Königs entdeckt haben. Diesen König wollten sie finden. Irgendwann haben sie den Stern nicht mehr gesehen. Und da haben sie den neuen König in einem prunkvollen Palast in der Hauptstadt gesucht. Aber dort fanden sie nur einen alten, an seiner Macht klebenden, möchte gern König von Roms Gnaden. Die Männer zogen weiter nach Bethlehem. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis dass er kam und stand oben über, da das Kind war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kind. Das ist der Kern von Weihnachten, das Kind.
Jesus Christus. In ihm steckt auch für dich Freude und neues Leben. Nutze die Zeit, suche Jesus. Die meisten Bräuche im Advent und zu Weihnachten weisen auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf Jesus Christus hin. Die Weihnachtsmärkte sind voll von Hinweisen auf ihn. Schau dich um. Fang an, ihn zu suchen. Und hör nicht eher auf, bis du Jesus Christus gefunden hast, bis du bei ihm angekommen bist. Übrigens, wenn man einen Apfel vom Stiel bis zur Blüte durchschneidet, dann kann man hier drin ein Herz entdecken. Und dann siehst du, dass in diesem Herz der Kern steckt. Genau da hinein, in dein Herz, will Jesus Christus. Mach es für ihn auf. Lebe mit Jesus. Es lohnt sich. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. In diesem Sinn wünsche ich dir eine gesegnete, eine lebensverändernde, eine zum Sinn, zum Kern, zu Jesus Christus kommende Advents- und Weihnachtszeit. Auf Wiedersehen. Musik.